Und wieder eine Entscheidung hier bei Probotector auf Mega Drive. Willkommen zurück und es ist die erste Entscheidung, die ich ursprünglich mal getroffen hatte mit Alien Commander verfolgen. Jetzt werde ich das Labor mal direkt retten und ich bin Mr. Wolfman, wie ihr seht, was gar nicht so eine schlaue Entscheidung war, weil er hat die schlechtesten Waffen meiner Meinung nach. Ich habe sie fast alle. Ich kann es gleich mal zeigen, aber zwei davon sind unbrauchbar. Einer davon ist eine Nahkampfwaffe. Naja. Ich bleib mal beim Feuer. Ich habe hier gerade das Feuer ausgerüstet. Ach, das dauert einfach zu lang. Hey, gibt es Ärger? Los, an die Maschine hängen. Bringe jeden, wohin er will. Obwohl, ich glaube, ich nehme doch den ganz normalen Schuss. Die Luftpolizei, klasse. Ihr kommt genau auf die Minute. Ups. Dort, einer der bösen Jungs kommt von hinten. Pfui, der böse Junge kommt von hinten. Und da kommt er auch schon wieder von vorne auf das gepanzerte Gefährt zu. Da muss man einfach Geduld haben. Wenn ich eine ruhige Minute habe, zeige ich euch kurz die Schüsse, aber ihr seht sie am Ende ja doch wieder alle. Was nehmen wir jetzt? Jetzt nehmen wir vielleicht mal die Flamme, keine Ahnung. Es wird hier gleich so ein Fuzzi kommen, sich an den Helikopter ranhängen. Oder Gleiter oder was auch immer das ist. Den gab es auch in der... Na komm. Komme ich da überhaupt dran an den? Oje. Schon ist er weg. Das ging schnell. Was nehme ich jetzt? Jetzt nehme ich den normalen Schuss. Oh. Das soll auch wieder so eine Art 3D-Sequenz darstellen. Ich finde, das ist aber sehr misslungen. Also das... Jetzt kommt er von der Seite, jetzt von der anderen Seite. Und man sieht das immer so ein bisschen am Flugzeug und an den Wolken. Er selbst kann mir nichts tun, nur sein Schuss. Gibt ihn auch von hinten, glaube ich, dass er uns direkt verfolgt. So für eine kurze Zeit. Ja, okay. Ah! Jetzt könnte man vielleicht wirklich mal das Feuer nehmen. Feuer gegen Feuer, ne? Oh. Feuer mit Feuer bekämpfen. Na, obwohl, der ist zu weit oben. Gibt's doch gar nicht. So, hat funktioniert. Habt da schon mal das Feuer gesehen? Sind getroffen! Stürzen ab! Wird eine harte Landung! Okay. So, ah. Es scheint keinen Verstärkungsschuss A zu geben. Zumindest habe ich ihn bisher noch nicht bekommen. Also mein normaler Schuss A, dann habe ich Schuss B. Das ist auch so ein Nahkampfding. Was man auch... Ah ne, das kann man sogar gedrückt halten. Aber da kann man sich natürlich auch nicht bewegen. Naja, kann man vielleicht irgendwann mal beim Boss anwenden, wenn man eine Gelegenheit hat, nah ranzukommen. Hier, Flammenwerfer finde ich ganz praktisch. Der geht noch, aber ist halt auch so Semi-Nahkampf. Und dann haben wir hier noch so einen Aufladungsschuss. Ja, also wenn ich den gedrückt halte, dann passiert das. Und die Ruhe hast du ja ungefähr nie in Probotector. Und wenn du halt mehrfach feuerst, das ist auch nichts wert. Also, die sind alle Mist, wenn man mich fragt. Außer man probiert jetzt mal den aus. Uiuiui. Ah ja, da ist er, der Professor. Oh, wenn sie mich sehen, hauen sie doch ab. Geht es ihnen gut? Ja, aber haltet sie auf, sie wollen den X-Antrieb. Ach, alte Nummer, der X-Antrieb wieder. Ein neues Energiesystem mit unglaublicher Power. Dann war der Amok-Roboter reine Ablenkung. Hm. Okay, ich gehe mal vorsichtig. Ich habe jetzt auch keinen Homing-Schuss, ne? Keinen Lenkschuss. Super. Okay, jetzt kommen die kleinen Putzis hier wieder. Eieiei. Und das war's auch schon wieder. Gut, ich probiere mal das Feuer, aber ob das so eine gute Idee ist. Oh. Man übersieht die ganz schnell, die da oben stehen. Wow, 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 wow. Okay, ich gehe hoch. Ja, jetzt kommt bestimmt was Fieses von der Seite. Oh. Ach so, gehe ich hoch. Oi. Okay, ich kann ihn immerhin treffen. Ja, okay, das ging noch. Oh, oh. Okay, haben wir wieder alles. Aha, mein A-Schuss. Das war... Ah, okay, den hatte ich bis eben noch nicht. Das sieht ordentlich aus. Ah, wenn man den hat, lohnt sich's. Und wenn man ihn behält. Oh nein, zu spät.
Scheiße, was kam hier? Was passierte hier und was konnte er? Ich glaube, der fuchtelte heftig mit seinen Armen rum. Ah. Ah! Ja, scheiße. Das war's dann auch wieder mit dem Schuss. Oh. Wo kann ich denn hier mal... Darf ich ihn überhaupt? Nein. Ah! Ah, oh, oh, oh. Ich muss den Schuss wechseln. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, was macht er? Er fuchtelt mit seinen Ärmchen und dann... Ich muss an der Seite bleiben. Mann, geh doch mal weg da. Gibt's doch gar nicht. Ach du Scheiße, was passiert da denn hier? Ich mach's so. Ho! Ach, der baut immer was auf. So war das. Könnt ihr auch mal so machen. Oh! Oh shit, wo waren die? Nein, jetzt habe ich den blöden Schuss umgestellt. Oh, das ist aber schwer zu erkennen, wo die gerade sind. So, okay. Hui. Ah! Immer schön abhauen. Immer schön zur Seite abhauen. Ach nee, ich wollte ja so machen. Ja. Mann, ich schalte mal den Schuss um, das ist dumm. Wo? So. So wollte ich die ganze Zeit schon machen. Damit ich ihn richtig schön treffe. So, jetzt treffe ich auch dieses Gebilde da gleich, würde ich sagen. Ja, doch. Also da hilft die Flamme. Jawoll. War er das? Hoffentlich. Bei der Explosion würde ich sagen, war er das. Okay. Dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Okay, verändert hat sich gar nichts. Deshalb bin ich jetzt hier bei der zweiten Entscheidung, die ich so lasse, wie sie ursprünglich mal war. Denn jetzt sind wir ja auf dem B-Pfad, in der B-Variante. Und das ist ja jetzt BA, ne? Also bin ich jetzt an der A-Stelle. Jetzt kämpfe ich wieder. Und dann gucken wir doch mal. Tja. Ob jetzt andere Viecher kommen... Oder ein anderer Boss zum Ende. Naja, ein anderer Boss kommt sowieso, weil ich ja hier in der Endvariante bin. Okay, gucken wir mal, was da so angerotzt kommt. Oh ja. Gut, ich nehme mal die Flamme. Die ist ein guter Nahkampf. Vielleicht auch die Faust, wenn die Flamme dann weg ist. Aber jetzt kamen ja erstmal fliegende Sachen, ne? Oh ja. Der auch gleich Mist macht hier. Oh. Na komm, so viel hast du nicht ausgehalten. Gut. Pump, 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 pump. Dann kamen noch irgendwelche Bodengestalten am Ende, das weiß ich auch noch. Also jetzt erstmal das Pflänzchen, okay. Ah, jetzt komme ich da nicht rüber, ist ja auch toll. Oh! Ja, toll. Super. Ne, den auf gar keinen Fall. Dann bleiben wir jetzt mal hierbei. Oder ich mach das. Ich pump die voll, die hier auf dem Boden kommt. Ah, scheiße. Nein, der hätte mir den Schuss gegeben. Ah. Ja, ausgerechnet die Waffe. Alles andere hätte ja drüber geschossen. Aber naja. Hätte ich mir merken müssen. Kennen wir ja eigentlich schon. Oh Gott. Ja, okay, das ging zumindest schnell. Da sieht man, wie effektiv diese Waffe ist. Jetzt kam doch gleich noch ein Bodengegner, bevor hier er am Ende wieder kam. Irgendeine Pflanze noch? Ja, genau. Oh, gehen die schnell. Wunderbar. Ich schalte mal vorsichtshalber schon mal auf den Schuss. Der schießt vielleicht auch durch, wenn ich Glück habe. Ich lade ihn mal auf. Ja, jetzt kommt dieser komische Heini hier. Der mich gleich ärgert. Oh. Mal sehen. Oh, der schießt durch. Wie genial ist das? Muss ich aber voll aufladen, sonst bringt's nichts. Und dann ist er auch sehr stark, der Schuss. Muss man echt sagen. Huch! Ja, er ist sehr stark. Okay. Bisher war nichts anders. Vielleicht jetzt der Text. Ich habe nicht mit einer Falle vom Feind gerechnet. Jetzt kennen wir das richtige Hauptquartier.
greifen vom Wasser her an. Aha. Diesmal machen wir sie endgültig fertig. Ja, ich hätte gern Schuss C wieder. Ah ja, genau. Jetzt sind wir in einem neuen Abschnitt. Ich nehme mal den Schuss. Oh, ho, 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 ho. Kannst du was? Machst du was? Greifst du mich an? Ja, greif mich an. Kannst du mal lassen? So, danke schön. So ein Metallboot, ne? Das geht ja eigentlich auch unter wie nix. Wobei, Schiffe und Boote sind ja auch gerne mal aus Metall, aber das sieht irgendwie so massiv aus. Ha, was passiert jetzt? Das sieht nicht nett aus. Okay, und weg war's. Ah. Nein, es gibt nicht auf. Es macht mir mein Bötchen kaputt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den Schuss nicht mehr lange habe. Aha. Jetzt kommt eine Fahrtsequenz hier, eine Wassersequenz. Wie schön. Oh. Oh. Ah, ich wusste, du springst. Ich kann ja schon mal so viel verraten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ah! Scheiße. Verdammt, das war... Nee, das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Das ist mal ganz nett. Bevor ich mich hier länger an dem ablage. Das wird mein Lieblingsendgegner, oder das ist er eigentlich schon. Naja. Bitte, ah, nein. Okay, Flamme. Naja, Flamme ist zu kurz, glaube ich. Oh, ich halte mich mal fern. Der baut sich nämlich immer neu zusammen. Das ist der Hammer. Und der hat auch schöne Animationen, wie der so läuft. Ich hoffe, ich wage mich nicht zu nah ran. Oh, oh ja. Muss ich vorsichtig sein hier. Eigentlich sollte er sich nicht zu nah ran wagen, ne? Weil ich ja hier die Flamme habe. Okay, was kommt jetzt? Scheiße! Er schmeißt sich so hin. Ja, da muss man... Ich weiß nicht, ich bleib einfach mal vorne. Aber nicht mit dem Schuss. Oh, er war böse zu mir. Er kriegt noch einen. Achtung. Oh, da sollte ich vielleicht mal... scheiße, ich kann nicht rutschen. Ich wollte noch versuchen, ob ich rückwärts rutschen kann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, nein. Die Leben schmilzen wieder dahin. Das gibt's doch gar nicht. Payback-Time, sagt mein Charakter übrigens immer. Gut, dann halt jetzt mit dem normalen Schuss und irgendwie schräg nach oben gelenkt. Oh Gott. Ja. Oder mal ein paar Schüsschen so. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Okay. Naja, wenn man weiß, was die machen, dann mag es ja gehen. Aber immer erstmal dahin kommen, ne? Ah, guck mal, das ist optimal jetzt. Das ist optimal jetzt. Was? Warum habe ich die denn nicht getroffen? Das ist doch ein Scheiß. Ohohoho. Aha, neue Phase. Okay. Bin bereit. Ach, einigermaßen. So, was kommt denn nun? Der Vogel. Oh je, der konnte rösten, das weiß ich noch. Oh. Hat ein bisschen was von Godzilla. Oh oh. Oh oh, oh oh. Ich erwarte ihn vorne, ja. Jetzt erwarte ich ihn von vorne. So, okay. Man hört ihn ja immer, wenn er angreifen will. Das war gut, oder? Viermal reicht. Jetzt legt er Eier oder so. Oder was? Genau, der konnte... Ich nenne es mal Eier legen. Kann mich doch noch einigermaßen erinnern, was der so drauf hatte. Er ist auch nicht so schwer, wenn man ihn kennt. Aber das sind sie mehr oder weniger alle nicht. Okay, jetzt... Oh. Wieder von hier, von vorne, von hinten, von vorne. Aua! Was? War ich zu nah dran? Och man, oh. Dann machen wir es halt so. Ah. Ja, 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 den Röster konnte er auch noch. Ich weiß es noch. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, jetzt. Okay, nächste Phase. Bin noch ganz gut dabei, aber das ist mein letztes Leben. Ah, scheiße. Und der ist lange nicht der Endboss, da bin ich mir noch relativ sicher. So. Ach Gottchen, jetzt kam sowas. Na, wie schön. Der wird mich gleich plätten hier an der Seite. Oh, was konnte der denn? Der konnte, glaube ich, was schießen. Ja. Ah. Oh, weg. Was? Ach, da bin ich safe. Hm.
Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Oh, warte.